MTG Arena, also Magic the Gathering. Ich denke, es ist eigentlich den meisten ein Begriff. Ja, dann machen wir einfach mal. Was machen wir denn? Was müssen wir denn? 25 Kreaturen töten? 20 grüne oder schwarze Spells? Dann nehmen wir mal Jungle's Secrets. Ah ja, und ich krieg ein neues weiß-rotes Deck, wenn ich ein Spiel spiele. Ja, dann machen wir das auch. Dann schauen wir mal. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Vielleicht ein bisschen viel, aber wir haben auf jeden Fall ein Play. Keep. So, naja, fängt ja gut an. Auf jeden Fall. Wenn jemand einen Gate unter seiner Kontrolle ins Spiel kommt, zieht er eine Karte. Das ist in Ordnung. Plus 1 und ist unblockbar. Mit allen an. Gut. Jetzt dürfte ich aber langsam aber sicher mal. Oh, weißt du was? Sprechen wir Kreaturen. Noch eine Water Trap. Reaver. Und dann holen wir jetzt noch. Da kommt jetzt wahrscheinlich dann gleich noch ein Guild Colossus. Der kostet nämlich nur noch, weiß ich, nichts mehr oder so. Das ist das Gates-Deck. Das heißt, je mehr Gates er spielt, umso zum einen der Herr kostet weniger dafür, dass er für jedes Gate, was er im Spiel hat. Ja. Außerdem kann er ihn aus dem Friedhof immer wieder zurückholen. So. Und dann tun wir den mal. Wegdingsen.
Ich habe nichts im Moment, was ich gegen den Fliegenden tun kann. Okay. Okay. Für immer. Super. Was ist das für eine Karte, ey? Ein zweiter Guild Symmet. Ja, zieh ruhig deine Karten. Ich bin zwar sowieso tot. 8 bis 19, 17. Ich habe nichts zum Blocken. Ja, jetzt musst du aufräumen. Zweimal kann ich jetzt also vier Gates holen. Wenn er das nochmal macht, dann hat er sich selber gemeldet. Okay, noch zwei. Noch ein Geldkurs. okay. Jetzt holt er sich aus dem Dings wieder. Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Gates Ablaze gezaubert hat, weil an alle Kreaturen. Und ich hatte ja keine auf dem Feld. Dann hätte mich damit der platt machen können.
Ja. Verstehe ich ganz, was das ist. Okay, eine zweite Mass Manipulation. Ja, ich bin ja tot, aber jetzt. Aber jetzt ist meiner. Muss ja aber schon mal angreifen, also irgendwie. Ja, ist ja gut. Ah, Moment mal. Ich müsste mal mein Dings ändern. Okay. Whatever. Aber jetzt haben wir zumindest mal ein neues Deck. Das können wir uns vielleicht mal noch angucken. Oh ja. Was ist denn da drin? Ah ja, wenn man. Mehr Tokens. Lightning Strike ist gut. Das ist auch nicht schlecht. Gegner. Make a stand, then end of turn. Was haben wir dann? Heroic Reinforcements, Source Order, and End of Turn Creatures, you control. Plus 1, plus 1 und Hates. Was haben wir dann? Sonst Avatar für 6. Wenn ein Spiel kommt, 3 Schaden an den Gegner und 3 Schaden an eine Kreatur. Siege Gang Commander. Okay. Aber ich muss schnell was ändern.
gemacht haben. Ah, 40 weiße oder rote. Green. Probieren wir doch das rot-weiße Deck einfach mal aus. Kann. Wahrscheinlich kriegen wir sowieso auf die Nuss. Ja, sehr gut. Was haben wir denn? Zwei. Okay. Das, also, nochmal. Draw. Das könnte funktionieren. So. Dann bräuchte ich langsam was ich an nur noch Dings. Trumpet Blast ist gut. Thank you.
sich jetzt, wenn er will. Aber er hat auch nichts mit den. Weil. Gewinnen! So, das war noch gar nicht so schlecht. Probieren wir nochmal. So. Was zusammenkriegen mit diesem Deck. Was schaffen können, dann so Sachen wie Trumpet Blast oder sowas richtig einzusetzen. Macht ja schon Sinn. Vielleicht noch ein paar mehr Goblins oder sowas kreieren. Strike. Ja, ich glaube, das ist gar nicht so schlecht. Den lassen wir oben.
Mirror Match, ne? Okay.
Ich denke, je nachdem, wenn er einen Board Wipe hat oder sowas, dann wäre es auch gewesen. Hey! Das ist doch ganz schlecht. Dann gucken wir doch mal, was in der Pack drin ist. Entschuldigung. Ah, Lithrock. Oh, nicht schlecht. Was haben wir denn hier? Und Font of Ages, Agonies. Okay. Das ist halt die Frage, wo man Leben bezahlen muss. Da kenne ich die Karten noch nicht so genau. Okay, okay. So, was haben wir denn noch? Brauchen wir noch schwarze oder grüne Sprüche? Weiße oder rote? Gewinne? Noch einmal gewinnen für ein paar Münzen. Ja, ich denke, was haben wir? Können wir noch mal. Haben wir noch ein bisschen Zeit? Hexerlein. Okay, dann schauen wir mal. Okay, was haben wir? Trimmaster. Lightning Strike. Ja, das ist einfach. Tapped. Was ist das für ein Guildgate? Boros Guildgate, okay. Trumpet Blast. Okay. Oh, ist das auch wieder so ein... Gain one life. Okay. Interessant. Nicht nach Ramp aus. Weiß ich nicht, aber das gefällt mir mal nicht. Das sind 4 Mana, die er da hat. Mal die Kontern. Okay. 5 Color Good Stuff oder so.
Holz blocken. Als nächstes Gate Colossus. Sieben, elf, 14, 19, 20. Ich kann nur eins blocken. Trumpet Blast is found. Victory. So, dann haben wir noch die Zeit. Schwimmen noch. Dann kriegen wir vielleicht noch die 40 Sprüche zusammen und dann gucken wir mal. Ja, das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Die Boggart Brut ist gut, der ist gut. Und was macht unser Gegner? Mulligan auf 6.
stirbt, kommt ein 2-2 Goblin. Goblin, Zombie. Ja, dass er blockt, aber das ist mir jetzt eigentlich gesagt ziemlich wurscht. Ich will ihn nicht blocken. Hä? Hat er irgendwie ein Sack-Outlet oder sowas wahrscheinlich? Das heißt, ich hab was. Mal zwei Zombies soll ich eigentlich nicht haben. Okay. Jetzt wird's interessant. Aufpassen auf ihn. Ich darf nicht zu viel Kreaturen sterben lassen, sonst
Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Shit. Kostet es nur eins. Ja. Sieben Sapolinks. Sieben, er hat genug Mana. Könnte er draus machen. Eine, weiß ich nicht was. 16 irgendwas. Ich weiß, dass ich sterbe, weil ich durch dieses Ding genug Schaden kriege. Oh Mann. Ist mir egal, bringt eh nichts, das wird alles geblockt. Gewonnen. Hat er irgendwie sich verdingst beim Blocken. Street Riot. Oh. Plus 1 und Trampeln.
wäre für dieses unter Umständen auch. Weil Bliss 1 und Trample ist schon ziemlich böse. Ist auch für Cruel ziemlich hart. So, wir gucken wir mal rein, was wir im Pack da drin haben. Tipp-di-di. Tectonic Rift, Strike Tiger Land. Ja, das ist nicht schlecht. Der Walking Corpse ist auch nicht schlecht. 2-2 für 2. Sea Serpent. Oh, das ist ein bisschen teuer mit 7. Wall of Mist. Wall of Mist ist auch nicht schlecht. Was kriegt man? Oh, Mythic Rare White Cards. Das ist nicht schlecht. Da können wir, wenn ich Deck bauen wollen würde. Aber ich denke, ich würde eher dann mal noch einen Dings spielen. Mal einen Draft oder irgendwie sowas. So, wir müssen oder sollten noch schwarze oder grüne Spells bauen. Ja, was ist das? Dann nehmen wir doch einfach mal Graveyard Bash. Nur schwarze Sprüche. Dup, 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 dup. Longsdale. Aha. Hey, hey. Was haben wir denn da? Das sind on the draw. Ja, ich glaube, das können wir. Hoffen wir mal, dass wir ein Land ziehen. Mirror Match, auch schwarz. Irgendwie kommt mir das bekannt vor. Den hier blocken. Text.
Schade. Nein. Okay, ein Spiel noch. Oder kein Spiel mehr. Naja, ich bin 2 Stunden online. Ich denke, erstmal kein Spiel mehr. Aber das macht im Prinzip nichts. Weil, ja, ein paar Sachen hier in Arena erledigt, ein paar Packs gekriegt, mich ein bisschen mit den vorgefertigten Decks vertraut gemacht. Ja, war doch ganz lustig. Ja, ich würde sagen, für heute machen wir mal Schluss. Ich hoffe, es hat gefallen, es hat Spaß gemacht. Vielleicht war es auch irgendwie informativ oder interessant. Wer Lust hat, gibt mir einen Follow auf Twitch. Ich werde die Videos hoffentlich zeitnah auf YouTube stellen. Wer das Video sich dann auf YouTube angeschaut hat oder anschauen möchte, ist auch YouTube/CalebGurth. Dort im Zweifelsfall den Kanal abonnieren, wer möchte. Wer nicht möchte, ich kann niemanden zwingen. Ja, und ich denke, das wird auf jeden Fall eine Sache werden, die ich regelmäßig mache. Das heißt also jede Woche mindestens einmal. Auf jeden Fall. Eigentlich habe ich auch vor, wieder Figuren zu bemalen, also Games Workshop-Miniaturen. Und da würde es mich freuen, wenn Leute auch zumindest irgendwie zum Quatschen oder sowas dabei sind und mir einfach zuschauen. Ansonsten wünsche ich noch einen schönen Abend und noch eine schöne Woche und dann ein schönes Wochenende. Bis demnächst und bis bald. Auf Wiedersehen.